Liebe Austria-Fans, am Samstag geht's endlich und diesmal wirklich los. Das erste Heimspiel in diesem Frühjahr gegen Gurten. Die Mannschaft ist natürlich top motiviert, keine Frage, nach dem 2:1 Auftaktsieg bei Vorwärts Steyr. Und wir haben sie in der Vorbereitung auf das Spiel besucht. Die Violetten sind heiß auf das erste Heimspiel. Natürlich auch unser Kapitän Sandro Zakani, aber auch Tadej Zagacnis zeigt sich gern vor der Kamera. So viel gute Laune, da freut sich vor allem Trainer Frankie Bollands. Und er kann am Samstag auf einen bestens aufgelegten Stürmer zählen. Thomas Hirschhofer, er hat nach dem Siegestreffer in Steyr gut lachen. Ja, Thomas Hirschhofer, bei dir muss man ein bisschen höher aufschauen, aufgrund deiner Körpergröße. Aber ich kann mir vorstellen, nach dem Spiel in Steyr bist du auch mental ziemlich gewachsen. Ja, natürlich war es wichtig, dass wir da einen Sieg eingefahren haben und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt gegen Gurten auch einen Sieg einfahren werden beim ersten Heimspiel. Wie hast du dieses Spiel erlebt in Steyr? Es war ja ziemlich dramatisch und vor allem für dich selber war es ein Auf und Ab. Ja, es war natürlich eine schwierige Partie. Also Steyr hat mit viel hohen Bällen agiert und ja, wir sind dann eigentlich glücklich dann zum 2:1 gekommen, muss ich sagen, letztendlich. Aber ja, so einen Sieg müssen wir auch einmal einfahren und das war wichtig. Ja, Samstag kommt auch der Osterhase. Wird er auch 3 Punkte mitbringen? Ich hoffe, ja. Thomas Hirschhofer war es auch, der bei der 1:3 Niederlage im Hinspiel in Gurten das Ehrentor der Austria erzielt hat. Vielleicht hilft uns diesmal auch der Oberösterreich-Spezialist der Austria, Okan Ekmeci. Ja, hoffentlich. Meine 4 Tore, die 3 davor habe ich natürlich gegen Oberösterreich getroffen und hoffentlich, wenn ich die Chance kriege vom Trainer, dann werde ich es wieder probieren. Für dich persönlich war es ja auch eine Vorbereitung, wo du dich erholen musstest nach einer langwierigen Verletzung. Jetzt wieder alles 100% fit? Ja, Gott sei Dank, wieder 100% fit. Die Reha war halt ein bisschen anstrengend für mich. 2 Monate ohne Ball, daheim in Oberösterreich, halt richtig gewerkt, dass ich wieder fit bin. Und Gott sei Dank geht es wieder zu 100%, ja. Was kann man sich erwarten für ein Spiel am Samstag? Ja, man erwarten sollte man sich natürlich immer wieder viel, weil wir wollen aufsteigen. Wir haben Ziele und wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann müssen wir jedes Spiel als Endspiel sehen und Gurten ist eins davon und deswegen müssen wir das gewinnen. Bei der Osterher werden wir ins Tor reinschießen diesmal. Das wird unser Ziel sein, ja. Einer kann am Samstag nicht selbst am Rasen dabei sein. Florian Jaritz, der sich nach einem Bänderriss erholen muss. Allerdings hofft der Flügelflitzer der Austria auf ein baldiges Comeback. Ich hoffe in den nächsten 1 bis 2 Wochen, dass wir ins Lauftraining einsteigen können und dann sofort wieder ins Mannschaftstraining und der Mannschaft helfen kann. Am Samstag, am Ostersamstag geht es gegen Gurten. Du wirst die Mannschaft natürlich wieder live unterstützen im Stadion mit den Fans. Was sind deine Erwartungen? Ich erwarte mal so wie in jedem Spiel ein gutes Spiel von uns. Wir haben Ziele, dass wir aufsteigen und deshalb müssen wir auch vor heimischem Publikum beweisen, weil wir jetzt viele Heimspiele haben. Und ich hoffe natürlich in jedem Spiel auf einen Dreier von uns. Glaubst du an den Osterhasen? Natürlich. Und der bringt uns natürlich am Samstag 3 Punkte. Und violette Eier. Und violette Eier, ganz viel violette Eier. Dann kann am Samstag nichts mehr schiefgehen. Und wie man sehen kann, ist der Rasen diesmal wirklich bereit. Und vielleicht gibt's ja nach dem Spiel ein Wettlachen mit dem Osterhasen.